Liebe Familie, liebe Verwandte, liebe Bikerfreunde, liebe Traugemeinde, wir sind hier heute zusammengekommen, um Ralf Hofbauer als Vater, Ehemann, Verwandter und Freund auf seinem letzten Weg zu begleiten und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Unsere Trauer, unsere Gedanken sind bei ihm und besonders bei seiner Familie. Wir wünschen Ihnen Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit, in der Sie und wir alle Ralf vermissen. In unseren Herzen lebt er weiter und ist nicht vergessen. Für alle, die ihn kannten, ist es ein Abschied, von dem es dennoch kein Zurück mehr gibt. Ein Abschied, der viele von uns völlig unerwartet traf und von dem wir immer noch nicht glauben können, dass er Wirklichkeit ist. Auch wenn wir seinen Tod und seine Beweggründe vielleicht nicht verstehen können, uns die Frage nach dem Warum stellen, vielleicht sogar verbunden mit dem Gedanken, ob wir nicht doch etwas hätten tun können, um ihn im Leben zu halten, so müssen wir dennoch akzeptieren, dass sich unsere irdischen Wege hier trennen. Ralf selbst hat uns die Zuversicht gegeben, damit wenigstens mit der Zeit auch leben zu können. Denn was uns wie ein Ende vorkommt, mag für Ralf der Anfang eines neuen Lebens sein. Zeit auf Wiedersehen zu sagen. Länder, die ich nie gesehen und erlebt habe mit dir. Jetzt werde ich sie erleben, heißt es in dem Lied Time to Say Goodbye, das er sich für seine Trauerfeier gewünscht hat. So sehr, wie er mit dem Leben zuletzt gekämpft haben mag und auch wir, die er zurückgelassen hat, mit seinem Tod zu kämpfen haben, so sehr kann uns dieses von ihm ausgesuchte Lied Zuversicht geben. Dass er mit dem Gedanken auf ein neues Leben ging, dabei liebevolle Menschen in Gedanken bei sich haben, eine Familie, seine Verwandte und Freunde. Ihm diese Gewissheit auch im Tod zu geben, sind wir heute hier und begleiten ihn auf seinem letzten Weg, so wie er sich das gewünscht hat. In seinem Leben war Ralf für seine Kinder auch ein liebevoller, sorgender Vater, der ihnen Hilfestellung gegeben hat, sie versorgte und sogar sein geliebtes Hobby, das Motorradfahren, ruhen ließ, um für sie da zu sein. Er holt sich Rat ein, um in der Kindererziehung dazuzulernen und unterstützte sie beim Bezug der ersten eigenen Wohnung. Beim Erlernen des Motorradfahrens gab er Hilfestellung und stand mit Rat zur Seite. Auch wenn es andere schwierige Zeiten miteinander gab, bleiben auch diese Momente, an die sich die Familie, besonders als Kinder, in Dankbarkeit und Freude zurückerinnern können und die nicht in Vergessenheit geraten sind. Für uns beider Freunde wird er immer ein Freund bleiben, ein Freund, der sich in der Gruppe engagierte, immer Hand anlegte, wenn es etwas zu tun gab, der bei Umzügen half, mit seinem handwerklichen Geschicklichkeit ganz wesentlich dazu beitrug, dass unsere Base im neuen Glanz erstrahlt und der uns immer wieder als bester und guter Freund auf unseren Wegen begleitete. Mit Ralf haben wir gelacht, gefeiert, ab und an auch mal gestritten, aber uns auch wieder vertragen. Ein toller Mensch und Freund, der seinen eigenen Weg suchte zu gehen und bei uns Bikerfreunden vielleicht so etwas wie eine zweite oder dritte Heimat fand. Wir werden uns immer wieder erinnern, wenn wir an unserer Base zusammensitzen und über alte Zeiten sprechen und wir glauben, Ralf würde sich über den Anblick freuen. Das, was er für uns war, wird er auch weiterhin für uns sein, ein bester Freund und ein Bikerfreund. Und über das, worüber wir mit Ralf gemeinsam gelacht haben, werden wir weiterhin lachen und an ihn denken. Ralf, du bist nicht weit weg, du bist nur auf der anderen Seite des Weges. Unser zukünftiger Bikergruß wird insbesondere Weise auch immer dir gelten. Und du wirst uns auf unseren Touren und Wegen immer begleiten. Ich habe Markus Michel gebeten, diese Rede zu schreiben, da ich es selbst nicht hinbekommen hätte. Für die Hilfe möchte ich mich bei ihm bedanken, er hat sehr schöne Worte gefunden. Dass niemand von uns hier steht und mit euch direkt spricht, liegt daran, dass es sicher niemand hinbekommen hätte, ohne abzubrechen oder zitternde Stimme.
Aus diesem Grund habe ich mich für diesen Weg entschieden, weil wir ihn nicht ohne letzte Worte gehen lassen wollten. Wir danken auch Jürgen Löscher, der Ralf hier hergebracht hat und ihm seinen Wunsch erfüllt, dass sein Motorrad beim Grab stehen kann. Meine letzten Worte gelten allen anderen, die in den letzten schweren Tagen für mich da waren und mich unterstützt haben. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Ruhe und Frieden.
Besser, wenn er die Fresse hält jetzt. Manche Leute brauchen es einfach.